So, meine Freunde, jetzt sind wir doch nochmal live hier auf YouTube und zwar mit einem etwas anderen Video bzw. einem etwas anderen Stream in dem Fall. Ich sag's mal sowohl als auch, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es der eine oder andere auch erst im Nachhinein sehen wird. Wir schauen uns live an das neue Video von Benji No Hand Gaming, denn der war im Weserstadion und hat das Stadionessen getestet. Dieses Video kam gestern raus, gestern kamen schon die ersten Nachrichten. Schauen wir uns das bei Twitch an. Kurze Erklärung, also erstmal vorab, sein Video ist natürlich unten komplett verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch unten in der Videobeschreibung auch sein Video komplett natürlich anschauen, wenn ihr das denn eben mögt. Ja, und wir schauen uns das hier jetzt einmal gemeinsam an. Warum schauen wir uns das nicht auf Twitch zusammen an? Kann ich euch auch erklären. Ich meine, dass Benji immer noch gesperrt ist auf Twitch und weiß gar nicht, ob wir uns dann einfach was darauf anschauen könnten. Deswegen aber die Ausweichoption hiermit. Ich habe mir Folgendes dabei gedacht. Warum wir das jetzt hier auf dem Werder-Kanal machen, nicht auf dem Zweck-Kanal, weil das halt einfach absoluter Werder-Inhalt ist. Ich meine, Stadionessen in Bremen getestet, das passt ja hier sowas von auf dem Kanal. Ich freue mich total, hier dieses Video auch reinzuschauen. Ich gucke allgemein diese Stadionessens-Videos von Benji eigentlich alle, auch für mich jetzt privat und in dem Fall, dass jetzt hier, dass er in Bremen war und dann im Weserstadion getestet hat, finde ich natürlich nochmal auch eine Nummer cooler. Sein Leverkusen-Video dazu habe ich auch schon geguckt gehabt. Ihr wisst ja, dass ich auch als alter Werder-Fan eben näher Leverkusen-Köln wohne und jetzt schauen wir uns das hier gemeinsam an. Ich mache mal den Kinomodus an. Wir müssen gleich mal ein bisschen gucken, ob das hier alles so geht mit dem Reacten, also vom, oder ob wir unsere Kamera kleiner machen müssen. Ich kann die ja provisorisch jetzt schon mal ein Stück was kleiner machen, dass wir einfach ein bisschen mehr in die Ecke sind, so weißt du. Und dann fangen wir an. Ihr seht, professionell wie immer auch das Ganze mal live im Stream machen. Ja, man könnte das Ganze vorher machen und schneiden und weiß ich nicht, aber das hat hier auch Charakter, oder? Also, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich habe schon gelesen gehabt gerade, komme gerade aus der Schule pünktlich zum Stream. Sehr geil, Chris, freut mich, dass du dabei bist. Liebe Grüße an Leon, liebe Grüße an Tyler. Bremer Strom schreibt rein, übers Essen reden ist immer gut. Und dazu noch ein Bierchen. Und Matthias auch mit Moin. Grüßt euch, meine Freunde. Lasst gerne schon mal zu Beginn des Streams, auch wenn ihr es im Nachhinein guckt, ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sowas feiert, dass wir eben dann auch hier einfach mal, wenn es mit so einem Bremer Inhalt ist, darauf reagieren oder nicht. Und dann schauen wir jetzt einfach mal rein, nicht so viel quatschen. Ey, was ist denn jetzt los? Warte mal. Hier, ich habe den seinen Ton aus. Ja, wunderbar. So. Und der Wind knallt mir schon richtig rein. Wir gehen heute zum Spiel. Jetzt müssen wir mal noch kurz. Warte mal. Wir machen nochmal so. Aus dem wunderschönen Bremen. Ich bin heute mit Alex. Ahrensburg Alex. Kennt vielleicht einige von euch. In Bremen. Ich habe meine Capshose vergessen. Und der Wind knallt mir schon richtig rein. Wir gehen heute zum. War das darauf bezogen, dass man ihn aus Bremer Sicht kennen muss? Kennt ihr den? Oder von Benjis Videos? Spiel Bremen gegen Leipzig. Ach, in Leipzig, oder? Wieder Leipzig. Man kann einfach nur sagen, wunderschönes Stadion. Wunderschön. Und heute gibt es einen ganz besonderen Weg zum Stadion. Deswegen fangen wir hier schon an und zwar mit der Fähre. Ich weiß zwar nicht, welches Dings wir hier einsteigen, aber auf jeden Fall sind wir hier direkt, also Hamburg, wirklich wunderschöne Altstadt. Hamburg, wunderbar. Wunderschön. Und hier steigen wir jetzt in die Fähre. Denn mit der Fähre können wir einfach zum Stadion fahren, das ist ja mal ultra geil. Der Sportverein Werder. Ich glaube, da, wo er gerade war, war das gar nicht so weit weg, wo ich in dem Hotel war, gegen Schalke. Bremen gegen Schalke in der letzten Saison. Da irgendwo war das, war mein Hotel. Ja. Oder besser bekannt als Werder Bremen. Er wurde 1899 jetzt, schon gegründet. Jetzt kriegt ihr sogar noch ein bisschen Geschichtsstunde. Das finde ich übrigens, das muss ich mal sagen, das macht Benji ja in allen seinen Stadion-Ess-Videos. Finde ich sehr, sehr geil. Du könntest auch einfach nur stumpf ins Stadion gehen, Essen testen, sagen, ja, gut, schlecht, weiß ich nicht, ne? Aber er macht zu jedem Verein wirklich auch nochmal eine Geschichtsstunde, erzählt da ein bisschen was drüber. Natürlich ist das auch manchmal so ein bisschen Wikipedia-lastig, sage ich mal. Aber darum geht es ja auch nicht. Er ist ja auch eben nicht Fan von den jeweiligen Vereinen. Das heißt, du kannst natürlich
ich dann vielleicht auch weniger eigene Erfahrungen damit reinbringe, aber eben einfach auch gerade für die Leute, die das vielleicht nicht so kennen, für die ist das super geil, einfach ein bisschen mehr auch nochmal über den Verein zu erfahren. Ich persönlich finde das super angenehm. Das ist mal eine Ansage, finde ich. Und wisst ihr, was noch eine Ansage ist? Die Mitbegründer waren damals 16-jährige Schüler. 16. Ihr seid 16 und sitzt zu Hause und guckt gerade dieses Video. Wie auch immer. Diese 16-Jährigen hatten bei einem, Achtung, Tauzi-Wettbewerb einen Fußball gewonnen und mit diesem auf dem Stadtwerder gespielt. Für alle, die sich wundern, was eigentlich eine Werder ist oder Stadtwerder, das ist quasi eine Insel in einem Fluss. Ganz easy. In dem Fall natürlich begegnet. Sieht aber auch wunderschön aus. Einzigartig, wer es wunderschön findet, sagt mal ehrlich. Oder befahrbar. Werder Bremen hat den Ersten Weltkrieg glücklicherweise überstanden. Trotzdem musste er danach natürlich stark neu strukturiert werden. Danach ging auch die NS-Zeit nicht veränderungslos an Werder vorbei. 1934 durften zum Beispiel keine Juden mehr Mitglied werden, da der Verein von einer einzelnen Person geleitet wurde und das war Willi Stoerer. Dieser Willi Stoerer stellte sich voll und ganz in den Dienst der politischen Ziele des Nationalsozialismus und des Wehrsportgedanken. So habe ich das bei Wikipedia rausgelesen und laut denen war Bremen sogar ein nationalsozialistischer Vorzeigeverein. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt gehabt, wie gesagt, er hat, er bringt über jeden Verein so ein bisschen Hintergrundwissen auch rein, aber halt auch immer so ein Stück weit Wikipedia-lastig. Wie gesagt, die einen mögen das mehr, die anderen weniger. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde es immer ganz cool, so ein bisschen Hintergrundinfos zu erfahren. Man muss nur, wie gesagt, auch wissen, dass dieser Hintergrund oder die meisten Infos daraus basieren, eben über eben Wikipedia-Einträge etc. Natürlich nur durch die Führung von Willi Stoerer. Und damit will ich auch nicht sagen, dass man heute sagen sollte, ey, Werder Bremen, voll der NS-Verein oder sonst was. Nein, das war damals zur damaligen Zeit so und heute ist Bremen natürlich was ganz, ganz anderes, Freunde. Heute hat der Verein über 40.100 Mitglieder. Damit sind sie auf Platz 12 der deutschen Fußballvereine. Kleiner Spoiler für heute, das fühlt sich nicht wie Platz 12 an. Das fühlt sich so an, als ob das Stadion doppelt so voll ist, wie es war. Schon fast magisch, was da heute abging. Wisst ihr, was sich noch magisch anfühlt? Der Black Magic Friday bei Instant Gaming. Instant Gaming war so nett, um diesen Fettsack-Freitag zu sponsoren. Also quasi Black Magic-Fettsack-Freitag. Kein Problem. Übrigens die Videos weitermachen und zu den Stadien fahren und das ganze Essen bezahlen. Hier übrigens, da sind auch die anderen Folgen. Also da den Support geben wir natürlich auch sehr gerne. Ihr könnt euch die Werbung natürlich auch angucken. Nur jetzt gerade in den Reactions ist natürlich ein bisschen doof. Das Video habe ich mir ja auch reingezogen gehabt. Leverkusen, das war auch sehr, sehr cool. Da war der in Abu Dhabi da, ne, Dubai da irgendwo. Das hatte ich auch gesehen gehabt. Und Leipzig habe ich auch mir angeschaut gehabt, weil ich wissen wollte, was er dazu sagt. Und man muss wirklich sagen, gerade für die Leute, die, wie gesagt, so sehr neutral sowas haben wollen, dann sind die da auch auf jeden Fall bei dem Kerl genau richtig. Denn auch zu Leverkusen oder auch zu Leipzig hat er eine sehr neutrale Meinung gemacht, sehr neutrale Videos. Und der kauft immer wieder auch einen Schal in jedem Stadion, wo er ist. Das heißt, er wird jetzt gleich auch irgendwann einen Werder-Schal kaufen. Pipapo, also nochmal Kuss. Ist gerade eine Katze runtergefallen und danke an Instant Gaming. Geht's dir gut? Zurück jetzt aber zur magischen Stimmung im Weserstadion. Wie könnte auch damit zu tun? Guck mal, das ist halt das, was ich meine. Das ist so, so schön immer zu sehen. Ne? Ich weiß auch noch, ich sag's euch wirklich, wie es ist, gegen Schalke war schon unfassbar fantastisch. Das war ja in der Business-Launch bei Florian Wellmann. Grüße gehen an der Stelle raus. Aber beim zweiten Mal, wo ich eingeladen worden bin, gegen Darmstadt, war ja genau hier irgendwo, VIP Süd. Das war hier drüber, Mitte, Mittellinie-Höhe und dann erste Reihe. Dieser Ausblick, ne, was du da siehst, wenn dann das Lied beginnt und alle Schals hochgehen und so, der kriege ich jetzt schon wieder sofort Gänsehaut. Einfach nur wunderschön. Wirklich, wirklich wunderschön. Jeder, der auch noch nicht im Weserstadion war, ihr müsst da unbedingt mal hin. Unbedingt. Und wie gesagt, im Idealfall, also finde ich persönlich, wenn du jetzt das so sehen willst und dann auch im Spiel, Oberrang einfach, erste Reihe, gib ihm mega geil. Mega, mega geil. Ja, Freunde, wie gesagt, gerne auch ein Däumchen da oben mal da lassen, Abo da lassen, nicht vergessen und fleißig eure Meinung in die Kommentare weiterschreiben. Dass Werder Bremen Gründungsmitglied der Bundesliga ist. Richtig und wichtig. Somit halten sie den Rekord der meisten Spielzeiten in der höchsten Liga Deutschlands, gemeinsam mit dem FC Bayern. Von 1963 bis 1982, also knapp 20 Jahre, spielten sie in der ersten Liga. Nur ein Jahr hielten sie es dann in der zweiten aus, nachdem sie abgestiegen sind. Und dann waren sie wieder bis 2021 in der ersten Liga. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja, Klasse-Saison. Wieder in der zweiten gespielt und direkt wieder
aufgestiegen. In ihrer Historie wurden sie 4-mal deutscher Meister und gewannen 6-mal den DFB-Pokal. Also nicht schlecht, was Bremen bisher abgeliefert hat. Ich hoffe. Letzter Pokalgewinn 2009 gegen Leverkusen in Berlin. Da war ich auch vor Ort. Mega geil, werde ich auch nie vergessen. Im Essen gibt es jetzt genauso Ablieferungen. So, Freunde, wir sind auf dem Schiff gelandet. Das ist richtig geil. Wir fahren jetzt zum Stadion. Es gibt sogar Bier hier. Und ich freue mich. Das habe ich noch nie so eine Art gehabt, zum Stadion zu fahren. Das ist was ganz Neues. Kurze Frage an euch. Hat einer von euch das Ganze auch schon mal gemacht? Also mit der Fähre zum Stadion? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Das würde mich wirklich sehr interessieren, auch für den Live-Chat jetzt gerade mal. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das finde ich auch sehr cool, das jetzt hier mal zu machen. Ey, ich hoffe so sehr, dass diese Musik nicht Copyright-mäßig oder sowas ist. Das wäre so bescheuert. Ne? Und da ist ja dieser Weg zum Osterdeichland. Guck mal, das ist doch auch schon diese View, ne? Allein deswegen, oh, guck mal, wir geben auch schon mal direkt ein Däumchen nach oben, ist ja klar. Doch, und schon sind wir am Stadion. Das ging richtig schnell und war die geilste Stadionanfahrt, die ich jemals hatte. Einfach auf einer Fähre. So, Freunde, wir haben es noch eine Stunde zum Anpfiff und hier ist richtig viel los. Vergleich es mal mit Leverkusen. Ja, Leverkusen. Nee, fahr immer mit dem Auto. Nee. Okay, alle auch immer so, ne? Alle auch immer so. Ja, bei mir war ja auch, wir sind ja auch mit dem Auto aus Köln gefahren. Es hätte ja aber auch sein können, dass ja auch die Leute, die in Bremen wohnen, mit der Fähre rüberfahren. Ist das da beim Taubenschlag? Kurze Frage, ist das Taubenschlag? Muss ich jetzt zwangsweise. Also hier gibt's Getränke, gibt's Kaffee, gibt's alles. So ist das doch was Feines. So, Freunde, ich habe den ersten Werder-Anhänger getroffen. Wie heißt du? Luis. Luis, was tippst du heute? Ich tippe ein 2-0 für Werder. 2-0 von Füllkuh. Luis, das hätten wir sehr gerne genommen, glaube ich. Schönen Schal hast du da. Dankeschön. Viel Spaß. Dir auch, danke. Stößchen! Heute ist übrigens auch immer für Benji gefühlt ganz, ganz wichtig, dass er da einen Stand vor dem Stadion hat mit Bier und sonst was. In Leverkusen gab es nur eine, so ein kleines Zeltchen, so ein kleiner Aufbau, wo du halt Rostbratwürstchen kaufen kannst. Aber du kannst vor dem Leverkusen-Stadion, hast du sehr wenig Möglichkeiten, an irgendwelchen Ständen irgendwie Bier oder sonst was zu trinken. Das machen die halt dann, wenn die ins Stadion reingehen, also dann ab dem Zaun, so, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt bei vielen anderen Stadien anders. Da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Was findet ihr cooler? Vor dem Stadion eben dann auch schon die Einzelstände zu haben oder reicht euch das in dem Stadion? Oder ist euch das auch egal? Das gibt's ja auch. In dem Sinne, hier ist das Stadion. Geh mal rein. Herr Bremen, ich habe mal eine Frage an euch. Sind das Solarpanels? Das sieht so aus außerhalb des Stadions. Könnt ihr mir was dazu sagen? Alex weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Sieht aber irgendwie so aus. Freunde, jetzt schaut euch mal die Location hier an. Ich meine ja, auf dem Dach auf jeden Fall. Also das ganze Dach ist ja auf jeden Fall voll, aber ist das mit der Außenbahn, sind da auch Solarpanels? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf dem Dach auf jeden Fall. Hier hinter mir ist das Stadion und hier vor mir ist ja, hier war gerade ein Bier und hier ist einfach direkt die Weser. Also das ist wirklich, glaube ich, die geilste Location für ein Stadion, die ich so bisher jemals gesehen habe. Das ist ja richtig geil. Also das feiere ich wirklich asozial. Einfach direkt die Weser, Mäuse. Och, Manu. Scheiße, ich kipp mich hier schon wieder voll. Mann, weniger Film, mehr Saugen. Ja, ist Solar außen, ja. Ciao, Diego, hey, moin, grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ist Solar außen, ne? Ja. Mittlerweile zu oft. Das Wohnen in West Weserstadt. Da sind auch die ich gerade eben meinte. Diese ganzen Solarpanels auf dem Dach, das war nämlich das, was ich auch wusste. Aber ja. Liegt wunderschön direkt am Wasser. Wunderbar. Hier stand früher, 1906, aber nur ein Sportplatz mit Holztribüne. Nachdem es dann aber ganz gut lief beim Verein, haben sie 20 Jahre später beim Neubau eine große Tribüne bekommen. Umkleidekabinen und ein Restaurant. Damals hieß das Stadion dann übrigens auch noch Bremer Kampfbahn, weil dieser Ort... Bremer Kampfbahn, Alter, das wusste ich nicht mal. Bremer Kampfbahn.
auch für politische Massenveranstaltungen genutzt wurde. Vor allem von der NSDAP. Über die ganze Zeit hatte übrigens auch nicht nur Werder Bremen gekickt, sondern auch der Bremer Sportverein 1906. Und zwar Oberligaspiele. Über die Jahre hat sich dann aber natürlich doch viel verändert, ist ja klar. Es wurde 1963 zum Auftakt der ersten Bundesliga-Saison die Nordgerade überdacht und eine Flutlichtanlage installiert. Zwei Jahre später dann Kurventribünen mit Oberrang als Belohnung für die erste deutsche Meisterschaft, Freunde. 1992 bekamen sie dann die ersten Logen in Deutschland. Kurz darauf wurden dann auch die komplette Ostkurve neu gebaut, mit einem insgesamt... Die ersten Logen Deutschlands. Und diese Logen sind, glaube ich, ein Leben lang vorreserviert. Also du hast keine Chance, mal eben so eine Loge zu bekommen, wenn du keine guten Connections mäßig oder irgendwie sowas hast. Eine Loge oder eine eigene Loge, einen Logenplatz im Weserstadion zu bekommen, ist, wenn du nicht irgendwie krasse Connections hast oder so, fast unmenschlich schwer, beziehungsweise fast unmöglich. Ich glaube, die normalen Logen waren auch irgendwas zwischen 80.000 und 120.000 und dann bis 250.000 offen. Ne? Chat, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich meine, das war so das, was ich noch in Erinnerung hatte. Was ich euch aber fragen wollte ist, war einer von euch schon mal in dem Schwimmbad daneben an schwimmen? Das fand ich ja mega geil, als ich die Stadionführung, kurze Randnotiz, die Stadionführung mit meinem Sohn und mit meiner Freundin gemacht habe, wo wir auch Rappo noch getroffen haben, standen wir da am Geländer bei dem Schwimmbad, da standen wir halt und dann wurde uns da die Loge aufgeschlossen und es war wirklich richtig, richtig geil zu sehen von diesem Fenster aus, dieses Schwimmbad, man nimmt das ja sonst gar nicht so wahr oder man beschäftigt sich nicht damit, dann habe ich mich halt auch so gefragt, ey, wenn du jetzt im Sommer mäßig mit deinen Kindern oder so zum Beispiel im Schwimmbad bist und guckst dann so auf das Weserstadion raus, das muss ja mega geil sein. Fünf geschossigen Mantelbau, so stand das im Internet, fragt nicht mich, was das heißt, googelt oder fragt euren Lehrer, keine Ahnung, aber war auf jeden Fall interessanter. Na, guck mal, wir haben ja auch zwei coole Nachrichten hier. Einmal mit dem Solar werden die Häuser um das Stadion auch mit Energie versorgt. Wenn Bremen in einer Saison viele Tore schießt, wird der Strom für die Konsumenten günstiger. Sehr, sehr geile Randnotiz. Und Char Diego schreibt rein, bin einmal mit der Fähre zum Stadion gefahren. An sich wirklich mega geil. Hatte nur das Pech, dass auf einmal zwei Busse voller Frankfurt-Fans ankamen. Fähre klar. Ja gut, das ist natürlich scheiße, aber ich glaube, die View muss ja mega sein, oder? Das Schwimmbad ist super, gute Pommes, schöne Rutsche, kann man machen. Das glaube ich sofort. Stadionbad bin ich immer mit meiner Tochter. Ja, das fühle ich sofort. Das fühle ich sofort. Als ich mit meinem Sohn, wie gesagt, da stand, habe ich auch direkt so gedacht, boah, das muss ja mega sein. Drin so hoch zu laufen, wie das gebaut war im Stadion. Ja, und das Stadion war nicht immer ein reines Fußballstadion. 2002 haben sie den Stadioninnenraum einfach mal um 2 Meter abgesenkt und die damalige 400-Meter-Laufbahn entfernt, um mehr Tribünen zu bauen. Somit haben sie dann den Platz... Boah, ich sag euch doch ehrlich, Laufbahn im Stadion, größter Müll. Ne? Ich weiß, wie ihr das seht. Es gibt es ja auch noch, ich glaube, in Nürnberg ist das auch noch da und im Olympiastadion ist das ja auch. Laufbahn im Stadion, einfach nur Rotze. Du bist A, fühlst du dich mega weit weg vom eigentlichen Platz. Das ist irgendwie mega abgefuckt. Und B, ist das meistens dann auch so tiefer. Also ich weiß nicht, ey, ich kann damit nichts anfangen. Circa 8.000 Plätze erhöht auf ein Fassungsvermögen von circa 43.500. 2008 gab es dann aber nochmal eine größere Änderung. Das Stadion wurde dann zu einem reinen Fußballstadion. Also nur komplett Fußball. Die Kurven rückten somit noch näher ans Spielfeld. Aus, ne? Und es wurde eine sogenannte Photovoltaikanlage an einigen Stellen vom Stadion gebaut. Aber nicht komplett, da sie eben eine zu starke Spiegelung der Sonne gemacht haben und den Rasen im Stadionbad nebenan verbrennen würde. Deswegen nicht komplettes Stadion, diese Photovoltaikanlage, die ich gefilmt habe. Aber ich finde das klasse. Mit dieser Anlage erzeugen sie so viel Strom pro Jahr, um ca. 300 Haushalte für ein ganzes Jahr versorgen zu können. Also theoretisch, ich weiß nicht genau, ob der Strom nur für das Stadion genutzt wird. Ich gehe mal davon aus. Macher. Dann schauen wir doch einfach mal, was sie mit diesem Strom hier so für mich Feines zu essen brutzeln können, oder? So, Freunde, wir sind jetzt im Stadion. Ey, das Stadion ist ja richtig geil. Und ich glaube, das sind wirklich außen diese, wie heißen die? Solarpanels. Und schaut euch einfach mal an. Ich finde dieses Stadion, wenn die Sonne hier drauf scheint, um die Uhrzeit, halt im Winter, mit Zeitumstellung, richtig sexy. Wie cool, wirklich. Hier gibt es den ersten Stand. Fisch und Zisch, das heißt Fisch und Saufen wahrscheinlich. Es sieht auch geil aus. Fisch und Saufen. Hier ist diese fette Wand, wo die Sonne durchscheint. Der Look ist einfach mega, mega geil. Und ich finde einfach, ich weiß nicht, ob das was mit dem Norden zu tun hat, aber ich finde einfach grundsätzlich im Norden sind die Leute so freundlich. Alex hat sich angestellt bei Fisch und Zisch und jetzt gibt's Fisch und Zisch. Ja, Freunde, hier in Bremen, ich fühle mich richtig.
Also ich muss ja auch sagen, ich meine, ich bin ja Werder-Fan schon jetzt seit 16, 17 Jahren, ne? Also seit ich denken kann, seit ich ein Kind war, erster Fußballverein Werder Bremen. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja näher Köln-Leverkusen wohne, als ich in Bremen war, oder auch immer, wenn ich in Bremen war, fand ich das auch. Die Leute waren immer sehr, sehr nett, höflich und du kriegst auch so super mitgenossen, gerade als Unterwerder-Fans selber, dann du wurdest immer sofort damit aufgenommen. Jetzt dadurch, dass man dann jetzt selber Content zu Werder macht, ist es so ein bisschen anders geworden, sage ich mal, von den Leuten, man kommt einfach anders aufeinander zu, weißt du, dann, ne, sprichst du ja auch okay mit YouTube und so, aber super, super nette Leute, sage ich euch ehrlich. Und ja, ich hatte nur einmal, wie gesagt, jetzt, das war, habe ich euch aber erzählt gehabt, wo ich so ein bisschen ein blöderes Erlebnis hatte. Das war ja vor dem Darmstadt-Spiel, wo ich angerempelt wurde vor dem Stadion da. Aber das kann überall passieren so. Will ich jetzt auch die Story nicht nochmal aufmachen. Ich war aber grundsätzlich alle sehr, sehr nett. Auch in den Hotels mega nett gewesen. In der Altstadt war ich, da waren die auch alle super nett, super freundlich. Man kann immer so sagen, so diese sehr alteingesessenen, das war sehr, sehr sympathisch. Ich wohl wirklich, das ist unglaublich. Wir starten jetzt erstmal mit Weißweinschorle. Als Pfälzer natürlich grandios und Nachos. Später gibt's Fisch. Dankeschön. Ui, ich hab die Nachos. Wer hat diese Kombination schon mal sich im Stadion geholt? Weißweinschorle und Nachos? Digga, das habe ich mir noch nie geholt. Und wen hast du drauf? Ich hab, wer ist es? Füllkrug. Den nehme ich mit nach Hause, den schenke ich Tobi. Was habe ich? Wen hab, Nico Friede. Ja, geile. Ey, voll die geile. Nico Friede. Nee, wer kennt ihn nicht? Nico Friede. Becher, Digga, auf der Griff, Chocuzel. So, wir haben jetzt unsere Plätze, Freunde. Ich brauche diese Becher auch. Warum gab es bei mir keine Becher, nicht so Becher, als ich da war? Was hatten wir denn für Becher, Alter? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall brauche ich diese Becher auch, unbedingt. Als Werder-Fan sind wir alle Leidensgenossen. Schmerzen und Freude. Ja, absolut. Vor allen Dingen nach dem Abstieg. Jetzt mal im Ernst. Nach dem Abstieg, ja, das war so eine harte Zeit da mit Corona. Und es ist so, so schön dann auch gewesen. Das muss ich sagen, das weiß ich auch bis heute so zu schätzen mit YouTube hier. Dass man dann halt so, es hört sich so abgefuckt an, aber wenn man sagt, so zusammengelitten hat. Versteht ihr, was ich meine? Man hat so den Leid so ein bisschen von der Seele wegbekommen, weil man so zusammen leiden konnte. Man hat sich zusammen Kraft gegeben, zusammen diesen Abstieg durchgebracht und dann auch eben den Aufstieg wieder zusammen feiern können. Das war ja auch der Grund. Und ja, einerseits kann man es bereuen, dass ich beim Aufstieg nicht hochgefahren bin, weil ich halt auch gerne live dabei gewesen wäre, aber ich wollte mir selber, für mein Herz das einfach. Ich bin im Stream abgestiegen, hab danach geheult, kam gar nicht mehr klar und bin im Stream aufgestiegen und dann hat meine Freundin geheult und kam gar nicht mehr klar und wir haben eine Stunde lang Party gemacht nach dem Spiel noch. Das sind halt so Sachen, die wirst du nie vergessen, ne? Freunde, an der Stelle nochmal, Däumchen nach oben auf jeden Fall, Like, also Däumchen nach oben und Like da lassen, ihr kennt es, wunderbar, und Abo da lassen. Und hier, die Freundlichkeit ist auch ein Grund, warum ich hier im Pott Werder-Fan bin. Die Leute hier im Pott sind, was Fußball angeht, halt leider sehr anstrengend. Ja, Wein sicherlich nicht. Ja. Das ist eine geile Sicht und direkt vor uns sitzt er. Moin, Justin. Justin, was tippst du? Ich sag, wir spielen 2-2. Ich hab auch getippt. Ich sag 2-2. Okay, viel Spaß. Genau. Was tippt ihr fürs Spiel? 3-1. 3-1. Beide 3-1. Macher, Alter, die sind alle, Macher. Die können alle mehr. Und wir haben uns natürlich auch was zu trinken geholt. Weißweinschorle. Finde ich geil. Alter, Weißweinschorle. Ich habe es gerade eben auch gelesen. Chad Jäger hat's geschrieben. Ne? Ich wusste nicht mal, dass es im Stadion das gibt. Ne? Oder wer hat's geschrieben? Hier, Chad Jäger schreibt. Wusste nicht mal, dass es Weißweinschorle gibt im Stadion. Ja, ging mir auch so. Ging mir auch so. Ich war gerade eben auch so, hä? Ich bin hier auf dem Betze. Mann, das ist voll süß. Geil. Boah, ist die süß, aber ist geil. Boah, wow. Das ist das Stadion, Freunde. Ja, finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Sehr, sehr geil. Und auch schon. Voll, obwohl es erst. Boah, an der Stelle können wir auch noch mal kurz Werbung machen, vor allem für die Leute, die es im Nachhinein sehen. Char Diego hat ein Musikvideo gemacht. Char Diego, schreibt doch gerne mal rein, wo die das finden. Da hast du auch Aufnahmen gemacht gehabt aus dem Stadion und vor dem Stadion. Die waren so, so geil. Ist noch nicht so lange her. Ich komme jetzt nur nicht drauf, in welchem Musikvideo das war. Schreibt mal gerne rein.
Super geil. Also wenn ihr richtig geile Aufnahmen auch mal vom Weserstadion haben wollt, ich glaube, weiß auch nicht, ob mit Drohne, ich meine auch, ja, mit Drohne, sah schon brutal aus. In 20 Minuten losgeht. Krass, sieht man auch nicht überall so. Hier im Stadion gibt es einfach so eine Look-Alike-Cam, wie ihr es vielleicht aus Amerika kennt, dass sie ein Bild zeigen, glaube ich, und danach, wie einer da aussieht. Oder auch Kisscam. Finde ich voll geil. Da oben sind übrigens die Leipziger-Fans. Also schauen wir mal rein. Ja, weiß ich ja nicht. Digga. Das ist so ein bisschen die Allmann-Version davon. Ah, jetzt doch nicht? Amadi.de hier, Apollo-Baustoff. Mit denen haben wir übrigens, können wir mal ganz kurz sagen, mit denen haben wir heute 4 Leute wieder ins Stadion gebracht beim Frauenspiel. Die haben wir nämlich verlost in meiner Insta-Story. Da musste man gar nichts machen, außer Follower sein von mir und von ihm. Ist der Geschäftsführer von Apollo Baustoffen. Habe ich letzte Saison auch schon ein paar Mal was für los gehabt. Und da haben wir jetzt auch eine Familie glücklich gemacht, die jetzt zu viert heute im Stadion ist beim Frauen-Bundesliga-Spiel. Bremen gegen Freiburg. Jetzt, wo ich das hier sehe mit Apollo Baustoffe, wollte ich das auch mal kurz erwähnen. Da freue ich mich sehr für die Leute. Vielleicht sehen die das nämlich im Nachhinein. Die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg da. Und Char Diego schreibt auch gerade rein, Weser, Batscha, nur der SVW. Genau, das müsst ihr euch reinziehen. Kennt vielleicht der ein oder andere schon das Musikvideo. Hat auf jeden Fall Char Diego mitgemacht. Und das ist sehr, sehr geile Aufnahme. Jetzt kommt das Live-Bild. So, es ist schon, bevor wir jetzt gleich den Schal kaufen, testen wir die Nachos. So eine Fertigpackung. Ja, da habe ich letztens auch diese Kritik gehört gehabt bei diesen Nachos, weil wegen umweltfreundlich und so weiter könnte man das Plastik ja auch weglassen. Kann man, glaube ich, auch. Man kann, die Fertigboxen sind halt dann, sage ich mal, weniger lang haltbar wahrscheinlich. Darum geht es wahrscheinlich, warum man die noch verwendet. Gibt es übrigens auch in voll vielen Kinos, diese Fertig-Nachos-Boxen. Ein fertiger Typ auch. Ich glaube, den macht man dann hier rein an der Seite, oder? Ey, aber wie schlecht, wenn du den hier reinmachst. Das kannst du ja abmachen, den Deckel. Kannst du abmachen, Benji! Das ist ein Eierkopf, sag mir, wie es ist. Sag mir, wie es ist. Guck mal, man sieht doch, dass du das in beide Richtungen aufmachen kannst. Das heißt, er hätte es auch anders auf der anderen Seite aufklappen können. Dann hätte er das hier nicht. Wie im Kino. Ist ja wie im Kino. Das sind auch die vom Kino. Also vom gleichen Hersteller gemacht. Guck mal, die hier im Hintergrund hat es ja sogar richtig gemacht. Geil, wie im Kino. Aber ja, ist nur ein Anfang in dem Sinne. Ja. Schon vor dem Spiel haben wir auch den ersten Banner schon draußen. Ciao. 100% Werder, nein zum Investor. Ja, ich glaube, dass das aber, ich weiß, dass das viele Bremer nicht hören wollen, aber wird wahrscheinlich unvermeidbar sein, wenn man mal aus den, von den neuen Mitgliedern das alles so gehört hat. Boah, sieht schon sehr, sehr schwer aus, dass das eine Tür aufgeht. Stadion, da stehen einfach, oh, jetzt stehen alle auf. Ja, da stehen einfach zwei riesige Flaschen für die Sponsoren. Und jetzt kommen die Schals raus. Wir haben leider noch keinen Schal. Weil wir haben leider den Shop für die Schals noch nicht gefunden, deswegen heute nach dem Spiel. Shops für die Schals, draußen entweder bei Uwe, der steht da ja immer, oder auch im Werder-Shop. Okay, jetzt kannst du das immer draußen holen. Ich sag diese Sache übrigens für die Leute, die vielleicht auch mal ins Weserstadion wollen und dann, weißt du, kannst du einfach was ergänzend sagen. Also nochmal bei Uwe draußen. Das Mobil findet ihr eigentlich auch direkt bei der Rampe, wenn ihr runtergeht, direkt zum Weserstadion. Ist auch dann halt im Fanshop selber auch, könnt ihr auch immer die Schals noch holen. Das ist aber die View, die ich vorhin meinte. Da kriege ich jetzt schon wieder direkt Gänsehaut und gefühlt Tränen in den Augen. Es ist einfach wunderschön. Vielleicht sehe ich das nochmal übertriebener, weil ich halt eben nicht in Bremen wohne, weil ich nicht jede Woche ins Stadion gehen kann, ne? Aber ich vermisse das dann auch immer. Also immer, wenn ich dann da bin, in dem Moment, da schießen direkt die Tränen in die Augen und dann ist es einfach so, das Herz geht auf. Ich finde das einfach geil, weißt du, diese Geschlossenheit, alle halt zusammen, die singen damit. Es ist so, so wunderschön, ehrlich, ja. Es ist so schön. Mittendrin. Einfach das komplette Stadion mit den Schal. Dann erkennt man so, finde ich, einen Verein, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Wo wirklich alle im Stadion dabei sind. Volle Kanne. Bremen! Anthony! Laut!
Rasenball gegen Rassismus. Ist das die Senegal-Flagge? Das sieht so aus, ja. Ich habe das mit den Farben auch nicht gecheckt. Ich habe es auch im Fernsehen gesehen, ich habe es auch nicht gecheckt. Aber die Message ist ja an sich eine gute. Aber natürlich war ja auch klar, dass danach so ein bisschen Spott kommt wegen Rasenball gegen Rassismus. Weißt du, so dieses Rasenball, das kann halt niemand wirklich. Also Freunde, ich glaube, ich habe noch nie so... Ich habe noch nie so ein lautes Stadion erlebt, was... Ich komme gerade auch rein als Nachricht laut. Der steht ganz weit weg von da, wo es wirklich laut ist. Und das ist ja das Geile. Er ist eben nicht direkt neben den Ultras oder sonst was oder da in der Nähe von der Ost, sondern er ist ja wirklich Süd, boah, Richtung ganz weit, eher näher Gästeblock. Und da, das, der sagt trotzdem, es ist so laut. Ne? Und das, ich sag's euch auch. Ich weiß nicht, ob ihr in Leverkusen schon mal wart, aber bei mir war es ja jetzt wirklich so, das waren die zwei Stadien hintereinander. Letzte Saison gegen Darmstadt in Bremen und dann jetzt Leverkusen gegen Bremen in Leverkusen. Das ist so ein Riesenunterschied zwischen Leverkusen und Bremen. Das ist wirklich Wahnsinn von der Lautstärke. Geil ist wie hier. Wow. Und die zweite Choreo. Ich finde es aber auch geil, wie der das trotzdem mitfühlt. Das ist ja kein Bremen-Fan, ist Berlin-Fan, Hertha-Fan, ne? Und der fühlt es trotzdem immer so mit und so. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Werder-Fanatismus statt WM-Patriotismus. 26.11. alle ins Werder-Stadion. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel. Werder gegen Leipzig. Wunderbar. Es geht los. 15:32 Uhr. Wir gehen rein. Bisschen verspät angepfiffen heute, Freunde, ne? Ich weiß nicht, was los ist, aber jeder steht auf in der dritten Minute. Hat übrigens gerade das 1-0 geschossen gegen Köln. Nur mal so nebenbei. Und wir haben eine neue Choreo von... Kann ich hier jetzt nicht genau sagen, Julius. Keine Ahnung. Plastik sparen für die Umwelt. RB auflösen. Egal wie viel Pokale ihr noch gewinnt. Wir werden uns nie an euch gewöhnen. Auch ohne Marteschitz. Hä, was ist das? Das ist der ehemalige Inhaber. Der ehemalige Inhaber. Okay, auch ohne Marteschitz. Bleibt dir ein Haufen Scheiße. Oh, ist der trocken, Digga. 1-0 für Leipzig. Ja, der kann gerne jetzt auch ein bisschen skippen. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, rauszugehen, Toilette zu gehen, ja, und was zu essen zu holen. So, ich war jetzt auf Toilette. Das ist übrigens so der Bereich im Stadion, dass ihr das mal... Ist das da beim Schwimmbad? Versteht so, also man ist quasi hinter dieser Wand und läuft hier so außerhalb rum, ist alles so ein bisschen so im Betonlook gehalten. Die Sonne geht unter, sehr, sehr schön. Ja, das ist das Schwimmbad. Und hier... Hier, das ist doch geil. Jetzt überlegt mal, stellt mal vor, ihr seid hier, was ist das für ein Turm? Zehner? Ist hier oben Zehner oder Siebenhalber? Warte mal. Dreier, Fünfer, Siebenhalber, Zehner. Zehner, ne? Ihr seid hier auf dem Turm, guckt aufs Weserstadion, springt hier runter, guckt gar nicht runter. Guckt, während ihr hier springt, nur aufs Stadion und landet im Wasser. Boah, Junge, da kriege ich direkt Gänsehaut, ne? Ist das geil. Ist das geil. Einfach ein... Das geht nicht in meinen Kopf. Ich habe das noch nie vorher irgendwo gesehen, so. Es ist so geil. Das ist wirklich geil. In Leverkusen ist das so, dass praktisch Leverkusen-Stadion, Fluss, und dann ist da ein Schwimmbad, das ist California. Und wenn du da im Außenbereich, halt drinnen und draußen, wenn du im Außenbereich im Wasser bist, kannst du auch aufs Stadion gucken. Aber das ist nochmal deutlich was anderes als hier. Also das hier ist ja wirklich direkt am Stadion, das ist ja Wahnsinn. Direkt ein Freibad. Ja, das ist so geil. Oh, wie schön dieser Himmel reflektiert. Ähnlich wie im Hertha-Stadion. Nur das ein Becken des Schwimmbads ist übrigens direkt mit Wasser aus dem Weser gefüllt. Ist das Hertha, der noch ein Zehner ist. Und jetzt hole ich mir... Ja, das ist auch ein Zehner. Aber dafür muss ich jetzt auch erstmal hier langlaufen außen und suchen, ob hier noch ein... Shop ist, bisher habe ich noch keinen gefunden. Okay, ich habe noch mal getroffen. Vincent und? Was tippt ihr denn jetzt 1-0 für Leipzig zu dem Moment? Eigentlich tippt man 1-0, aber jetzt 2-1 Werder. 2-1 In dem Sinne. Ich habe 2-2 getippt. Okay. Auch nicht schlecht, oder? Also, anscheinend gibt es hier im Stadion keine Schals. Ich bin mal rumgelaufen, habe nichts gefunden. Chat, korrigiert mal kurz. Gibt es im Stadion Schals für Leute, die das auch im Nachhinein hier sehen werden? Gibt es im Stadion Schals?
Also wie gesagt, wenn ihr Schals kaufen wollt in Bremen, einfach Fanshop-Zeiten abchecken am Handy vorher. Der ist praktisch im Stadion, also unten drinne, bevor ihr halt reingeht. Direkt gegenüber von den Parkplätzen, wo auch die Spieler parken, da gegenüber ist der Werder-Fanshop. Da könnt ihr auf jeden Fall Schals kaufen. Und wenn ihr die Rampe runtergeht, ist da eigentlich auch Uwe hier mit seinem Wegelchen, ne? Nein, also im der ist kein, okay. Also im Stadion selber kriegt man keine, okay. Kurotypen auch, dass er ein Video aus Bremen dreht. Absolut, deswegen sage ich ja. Ich habe nur Essenstände gefunden, aber keine Schals. Also Chat, jetzt auch nochmal vom Chat die Bestätigung, im Stadion selber kriegt ihr keine Schals. Ihr müsst die vorher holen. Ich hoffe, die Stände haben noch nach dem Spiel offen, dass ich mir auch nochmal einen Schal kaufen kann. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal was zu essen. Hier gibt es ganz verrückte Sachen. Oh, eine gute Krakauer, ja. Schadiego schreibt auch gerade nochmal rein, Fanshop, genau wie ich gerade auch gesagt habe, oder im Umkreis vom Stadion stehen auch immer so Schalverkäufer, die klassischen. Die klassischen Schalverkäufer, das kriegt ihr auch immer da. Ah, jetzt seht ihr auch mal hier die Preise. Stadionbratwurst 3,70, Currywurst 4 Euro, Krakauer 3,70, Nachos mit Dip 4,20, Snacks 1,50, Hähnchenschnitzel im Brötchen. Was ist das? Achso, Hähnchenschnitzel im Brötchen. Schnitzel, achso, das ist wahrscheinlich Schwein, das ist Hähnchen. Brezel. Schnitzel finde ich sogar relativ, obwohl 5 Euro in der Inflationszeiten geht sogar klar irgendwie, ne? Stadionbratwurst 3,70 geht auf jeden Fall klar. Krakauer 3,70 geht auch klar. Meistens ist Krakauer sogar teurer. Also, ich weiß nicht, ob ihr so kanntet, damals Kirmeszeiten noch, 2,50 und so, war damals immer Bratwurst. Aber das sind so jetzt die klassischen, auch jetzt Kirmespreise. Also, Kirmes zahlt es auch immer ungefähr so. Ich sag's euch einfach, wie es ist, Freunde. Krakauer sind's einfach. Ja. Ich habe mir eine Krakauer... Was seid ihr? Team Krakauer oder Team Bratwurst? Wenn ihr Currywurst rauslasst, nur Bratwurst oder Krakauer, dann ist auch safe Krakauer. Aber Stadionwurst allgemein, also egal, aber Krakauer finde ich auch sehr, sehr geil. Und? Nur Senf fühle ich überhaupt nicht. Aber was es hier einfach auch gibt, ist ganz verrückt. Es gibt Pizza-Donuts. Die werde ich gleich noch testen. Pizza. Aber erstmal Krakauer. Da sieht man mal, wenn man sich mit dem Essen beschäftigt, so wie jetzt Benji in dem Fall, und mit dem Fußball beschäftigt, dass man ein völlig anderes Bild hat. Digga, ich wusste nicht mal, dass es Pizza-Donuts im Weserstadion gibt. Ui. Bratwurst. Krakauer. Hat es kurz am 1-1 angehört. Bratwurst. Große Chance, glaube ich. Ich glaube, ich habe Pech. Ich habe eine kalte Krakauer gekriegt, die ist sehr kalt, leider. Ja, das ist abgefahren. Die hat Potenzial. Aber ich habe die nach dem Bestellen eine Sekunde später in die Hand gerückt bekommen. Und so schmeckt sie auch. Als ob sie wartet, darauf abgeholt zu werden. Kalt, trotzdem knackig. Das Brötchen sieht sehr gut aus. Jetzt mit Brötchen. Wow. Das beste Brötchen, was ich bisher hatte, zu einer Krakauer. Leider, weil sie kalt ist, die schlechteste Krakauer, die ich bisher hatte. Krakauer kriegt von mir, wenn sie warm wäre, bestimmt eine 6, 7, 8, 9. Weil sie schmeckt gut, aber sie ist kalt, deswegen leider nur eine 3. Ist schade. Geiles Rating, ne? 6, 7, 8, 9. Also 6 und 9 ist halt auch wieder eigentlich völlig unterschiedlich und dann 3 von 10. Ich fühle aber den Punkt mit kalt. Also wenn du da eine kalte Wurst kriegst, ist schon scheiße, muss man schon sagen. Ist schon abgefuckt. Also wenn ihr mal in Bremen seid... Also ich war locker schon über 30 Mal im Stadion und hab noch nie Pizza-Donuts gesehen. Ich bin gleich auch gespannt, was er da isst. Ich sag ja, ich gehe halt ins Stadion, um Fußball zu gucken und wenn ich was essen will, esse ich eine Stadionwurst. Als ich in den VIP-Bereich war, war das für mich, ich schwöre auf alles, im VIP-Bereich, Jungs, ich sag's euch, wie es ist, ich habe mich danach gesehnt, eine Stadionwurst lieber in die Hand zu bekommen. Ja, ist ja schön und gut, das Essen da, alles, ne, das brauchen wir nicht drüber reden, die geben sich auch Mühe, das ist auch, sieht auch schön aus, aber ich hätte lieber im Stadion einfach nur eine Stadionwurst, ein kaltes Getränk, ihr wisst ja, ich bin nicht so der Biertrinker, verstehe aber auch völlig, dass viele von euch dann doch so sind, aber für mich ist einfach kaltes Getränk, Cola oder so und eine Stadionwurst, bin ich zufrieden. Sagt, ich will eine warme, wenn ich nach einer Sekunde euch eine Krakauer in die Hand drückt. Wollt ihr eine warme? Das Brötchen ist sehr, sehr geil. Ich freue mich gleich auf den Pizza-Donut. Und jetzt muss ich ins Spiel zurück. Ja, sein Kollege hat mal gefilmt jetzt, ne? Oh, wie scheiße. So, ne? Hä? So. Ja, in dem Sinne, ne? Alex prüft einfach zwischendurch die HSV-Ergebnisse im Werder-Stadion. Das ist aber auch mutig, ne? Kalte Wurst, dann brennt es vom Stand, geht gar nicht. Ja, gibt immerhin
Auch Currywurst im VIP-Bereich. Das ist richtig, ja, Diego. Das ist richtig. Im Restaurant habe ich auch das gegessen, Currywurst. Aber man vermisst dann doch schon die Stadionwurst. Weiß nicht, wie es für dich war, aber für mich ist auf jeden Fall, ich habe schon die Stadionwurst vermisst. Ich war ja in zwei verschiedenen. Ich war ja bei, gegen Schalke war ich ja in diesem Platin-VIP-Bereich. Gut, das war, da hatten wir eigene Sachen. Das war ja in der Loge vom Florian, da waren so eigene Sachen. Das war auch sehr, sehr leckeres Essen. Aber auch da habe ich die Stadionwurst vermisst. Und im VIP Süd hatten wir dann halt auch noch diese Restaurant-Tickets, sage ich mal, oder Bänder. Und da war halt auch leckeres Essen, aber keine Stadionwurst. Nirgendwo eine Stadionwurst. Das ist, das muss, da muss man abwägen. Da muss man abwägen. Aber ich sag euch immer noch, VIP Süd, erste Reihe Oberrang, besten Plätze im Stadion, Mitte, Mitte. Da müsst ihr hin, beste Plätze überhaupt. Leipzig kontert, für uns gibt es die zweite Weißweinschorle. Zweite Weißweinschorle. Ist ein Erlebnis heute. Ist das so lecker? Chat, ist das so lecker? 30 Minuten drinne. Nur der SVB. Der Stil hat auch geil. Ich glaube, ich habe im Stadion noch nie was gegessen. Muss ja einen guten Platz in der Ost sichern. Ja, fühle ich. Gut, in der Osten ist es nämlich so, da soll man Stimmung machen, sage ich mal. Ne? In der Osten soll man einfach Stimmung machen. Aber besser als aber so eine Stadionwurst gehört zum Fußball einfach irgendwie dazu. Aber ist ja auch, muss man ja nicht einer Meinung sein. Also da fehlt nur noch, dass Davy Selke plötzlich wieder im Sturm steht. Hier geht leider gar nichts bei Bremen, wirklich. Die können froh sein, dass Davy Selke zu Werder gewechselt ist. Sager, wir müssen Tor aus Dornik hinten. Jawohl! Hey! Die ist sympathisch. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber die muss man mit ins Stream. Oh, Scheiße! Steh auf! Die Stimmung hier ist asozial geil, wirklich. Jeder steht für den Verein hier ein. Es ist sehr, 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 sehr geil. Wirklich. Kennt er gar nicht. Man nicht überall. Und kleine Props. Let's go. Props. Ja, hier müssen wir mal kurz die Werbung ausmachen. In der Zeit, wo hier diese Werbung ist, Freunde, könnt ihr sehr, sehr gerne, wie gesagt, einen Däumchen da oben da lassen. Macht mal ganz schnell die 100 Likes voll. Würde mich sehr, sehr freuen. Kuss geht raus. Dass allgemein auch hier jetzt wieder so viele Leute auch mit zuschauen und wahrscheinlich auch im Nachhinein schauen werden, trotz Winterpause, finde ich schon echt sehr, sehr schön. Danke für euren Support. Aber dieser Kanal bleibt eben auch nur am Leben, wenn ihr ein Däumchen oben da lässt, ein Abo da lässt und wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne Kanalmitglied werden. Das ist der absolute Riesensupport. Dankeschön dafür. Weiter mit dem Video. Wir sind 39 Minuten drin und die Kurve schwenkt immer noch durchgängig die Fahne. Ja, so muss Macher, wer so einen Oberarm hat. Ich glaube, dass die Fahnen auch getauscht werden. Also ich glaube nicht, dass jemand 90 Minuten durchfängt. Ich glaube, dass die auch hin und her getauscht werden. Ich weiß zumindest von anderen Kurven, ich weiß nicht, ob das in Bremen so ist, aber in anderen Kurven, da weiß ich, dass das so ist, dass man die Fahne halt auch dann wechselt. Ne? Der hat die Weißweinschorle doch reingeschmuggelt. Die Weißweinschorle hat schon was. Also die Meinung geht ja auch auseinander mit der Weißweinschorle. Und die Leute stehen auf. Das heißt, wir gehen in die Halbzeit und diesmal werde ich auch in die Halbzeit gehen und versuchen, essen, trinken, wir gehen rum, wir gucken mal. Also Freunde, wir haben Halbzeit, die Weinschorle scheppert, hier gibt es Toiletten, einfach Ausgang und Eingang, das habe ich noch nie im Stadion gesehen, aber wie auch immer, wir essen jetzt. Ja, habe ich auch nicht. Also eben übrigens zum Vergleich, nicht Halbzeit, Halbzeit. Hat das Video selber geschaut, schaut trotzdem nur deine Reaction an, danke, danke, danke. Ja, Halbzeit kannst du vergessen. Halbzeit, also wenn man eine Sache weiß, in der Halbzeit kannst du nicht auf Klo gehen und in der Halbzeit kannst du dir kein Essen holen. Entweder echt vorm Stadion und nach dem Stadion, aber in der Halbzeit, das ist eine Katastrophe. Ja, da habe ich Bock, mich das anzustellen, ne, für einen Pizzadonut. Die Halbzeitschlange ist eigentlich human, so, es geht. Es ist halt Klassiker, viel los, ne, aber... Ja, so ist das halt im Stadion, wa? Dankeschön. Aha, sind sehr kleine Marken. Das sind diese Pizzadonuts. Chat, ganz kurz mal, wir haben doch hier, also wenn im Nachhinein werden das hier bestimmt auch noch einige Bremer sehen. Hat irgendeiner von euch im Weserstadion sich schon mal einen Pizzadonut geholt oder gesehen? Weißweinschorle, Pizzadonut. Digga, Benji als Herr Zahner zeigt uns, was es im Weserstadion gibt. Was ist denn hier los? Aus, Digga. Gracias, mi amor. Ich schenke euch schon wieder alles. Ich glaube, das Spiel geht auch schon weiter, oder? Ja. Ja, safe. Ich dachte immer, beim Fußball ist die Frauenschlange kurz. Aber die steht auch hier länger an als die Männer.
ist. Ah, oh, scheiße, Digga. Ach Mann, Digga. Ich verliere die ganze Zeit die Hälfte, wirklich. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch hier ein Fischbrötchen. Aber als erstes gehen wir jetzt in den Block und essen unseren Pizzadonut. Aber das sieht so aus, als wäre hier schon alles ausverkauft. Scheiße. So, wir sind wieder auf den Plätzen. Das ist immer so unangenehm. Noch nie gesehen, Ganz schön, noch nie gesehen. Geil. Leute laufen muss ein bisschen aus. Halbzeit bleibt man am Platz 10 frei atmen können. Im Weg heim. Wir holen jetzt den Pizzadonut. Was sagst du? Very nice. Also Bestattung ist okay. Der einzige Faktor, wofür das da ist, ist die Weißweinschorle aufzusaugen. Ist schon langweilig, finde ich. Ja, ein bisschen. Also ich habe Jalapeno-Geschmack, es ist ganz gleich scharf im Abgang. Also, Margarita ist auch gar kein bisschen scharf irgendwie. Ja, aber was haben die gedacht, dass die da kriegen? Wenn du Pizzadonut bestellst, dann wirst du wahrscheinlich nicht einen Gaumenschmaus haben, aber... Wenn ich jetzt an Pizzadonut denke und dann an Stadionverhältnisse denke, stelle ich mir sowas vor wie belegte Pizzabrötchen. Sowas wahrscheinlich. Ist halt so ein Gebäck, ist ähnlich wie in Dortmund. Ist halt nichts drin, ist so ein Gebäck, so. Hätte man ein Fischbrötchen nehmen können, so. Ist cool so, aber Pizza vom Bäcker auf dem Schulhof ist cooler. 5 von 10. Aber wisst ihr, was geiler ist? Was fast 10 von 10 ist? Der Himmel. Der ist sehr schön. Der ist lila. Wunderschön zu so einem Spiel. Wo Leipzig angreift, aber zum Glück kein Tor. Schärfe ist halt auch immer nur für die Masse produziert, so sieht es nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Ein Kumpel hat immer 10 Stücke und nimmt sich in den Plastikbeutel mit nach Hause, er liebt sie. Geil. Dachte auch 5 Sterne Restaurant, Herr Anwalt. Jetzt hat Leipzig eigentlich mal eine gelbe bekommen, aber steht immer noch 0-1. Ich muss euch beißen, die Weinscholle hier scheppert asozial. Das ist die dritte und es fühlt sich an wie die Scholle, das Ding, aber... Merkt es selbst, ne? Freistoß für Bremen. Meine ganze Hose ist voller Vino. Aber zu Vino sage ich Lino. Ich hab Tor verpasst, weil Hertha 2-0 geschossen hat. Daki, moin moin, grüß dich. Das Tor für Werder! Da sein Weserstadion-Tor von Bremen sieht, ist ja die eine Sache, aber dass er sein Tor von Christian Groß sieht und dann auch noch so, damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. Ich hab's einfach verpasst, das Tor! Mein Herz hat das 1-1. Und dann hat er nicht mal hingeschaut. Eieiei, Benzi. Eieiei. 2-0 gerade geschossen gegen Köln. Warte, nehmen. Hier ist eine Stimmung, Digga. Das habe ich selten gesehen in der Bundesliga. Wirklich asozial krank. Zur 60. Minute haben wir noch mal ein neues Banner. Weserstadion unantastbar. Ich kann nur zustimmen. Weserstadion bisher die krasseste Stimmung, in der ich überhaupt war in der Bundesliga. Asozial geil. Oh, krasse Ball, krasse Freistoßposition für Leipzig. Direkt am 16er. Wenn ihr jetzt Eier habt, pausiert ihr jetzt und schreibt jetzt in die Kommentare, geht der Freistoß rein, ja oder nein? Ja, so kacke, einmal zweiter Stock, Herrenunterwäsche. Auch ruft der Oskar, wir stehen jetzt nochmal alle auf. Also wirklich 67 Minuten, die Fahnen schwingen immer noch. Benzi macht auch mit. Ja, das ist halt sympathisch, ne? Das finde ich aber auch geil, weißt du, wenn du dann schon so auch da bist und
so einen Vlog machst und das Essen probierst und so weiter und trotzdem brüllst du dann da auch mit, auch als jetzt eigentlicher Hertha-Fan, ne? Das ist schon, das ist cool, weißt du? Der macht ja da trotzdem auch noch Stimmung da, das finde ich gut. Leben! Jawohl! Zeit, was zu essen? Zeit, was zu essen? Ich traue mich nicht so wieder aufzustehen, weil ich bin schon so auf der Reihe gegangen und die Leute gucken mich immer so blöd an. Ich bin immer da lang gegangen, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal da lang, weil die Leute mich noch nicht einmal gesehen haben. Das ist der, das ist. Ich kenne den Typ gar nicht. Benji ist eigentlich bekannt durch FIFA geworden. Ich habe früher auch seine FIFA-Videos geguckt. Und dann ist er ausgewandert nach Dubai. Hatte dann halt auch so Essens-Content gemacht. Ich weiß nicht, ob er das vorher schon gemacht hat, aber da bin ich praktisch wieder so darauf gestoßen. Der testet einfach viele Essenssachen. Auch hat dann in Dubai die ganzen Restaurants getestet. Und was ich halt jetzt so interessant fand, und deswegen wollte ich das jetzt auch vor allem in die Bremen-Edition hier gucken, der geht halt jetzt gerade in die Bundesliga-Stadien und auch, ich glaube, auch zweite Liga, ich glaube, Lautern war der auch, und testet dann halt das Stadionessen. Das ist halt cool, weil du immer Stadionfeeling mit abbekommst. Stadion lieben wir, glaube ich, eh alle. Jetzt in dem Fall dann auch noch Bremen, auch super cool. Und ist einfach, ich meine, wir kennen ihn jetzt alle nicht persönlich, ne, aber sieht nach einem sehr korrekten Typ aus, so. Die fünf Fans, die mitfeiern. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, ich habe deswegen das Recording nicht abgebrochen, weil ich dachte mir schon, ey, bei diesem schwachen Köpfer, der da rauskommt, der Ball ist nicht. Die fünf Fans, die da mit abfeiern, wie geil. Mannheim war der auch, ja. Weg, und deswegen steht jetzt 2-1 für Leipzig. Ah, Digga. Jetzt habt ihr auch einen Live-Einblick von den Werbungen. Zack, überspringen, wunderbar. Ich hau das Ding weg und geh was zu essen, bevor ich von der Strömung beopfert werde. Philipp Peters, ich kenne euch auch nicht. Philipp Peters, auch cooler Name. ja, wie gesagt, also Benji ist, wie gesagt, wirklich ein korrekter Typ. Und wenn ihr da seinen Kanal selber abchecken wollt, sehr, sehr gerne das auch tun. Auch die anderen Steinblocks könnt ihr auch immer gucken, ist unten verlinkt, ne? Also sein ganzes Video ist unten verlinkt. Und auch im Titel, glaube ich, bei diesem Ad, No Head Gaming, könnt ihr auch direkt drauf, kommt ihr auf seinen Kanal. Wir haben es jetzt 17:03 Uhr. Also deutsch größer als wir. Was ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich muss jetzt das 36. Mal auf Toilette. Ich will jetzt endlich ein Fischbrötchen essen. Es gibt nur leider nur noch vereinzelte Fischbrötchen. Ich glaube, die keiner mehr will, wir probieren sie trotzdem. Dankeschön. Ich habe noch eine bekommen. 3,50 €, Freunde. Geht aber klar. Die wurde mir empfohlen von Chat, sag mal ehrlich, 3,50 € für ein Fischbrötchen geht klar. Was kostet das hier bei, wie heißt diese Kette da, Nordsee? Backfischbrötchen oder so? Aber, und die sieht echt geil aus. Ja. Für euch als Info da draußen, es gibt viel, viel mehr Fisch. Also hier an der Weser, direkt das Stadion, direkt am Fluss an der Weser, gibt es viel, viel mehr Fisch. Aber jetzt in der 60. Minute ist fast alles ausverkauft. An meinem Stand habe ich die letzte Fischfrikadelle bekommen und die probieren wir jetzt. Fischfrikadelle, okay. Gibt es da auch Backfisch? Weiß ich nicht. Hast du fast ein Tor dabei verpasst. Kurz und schmerzlos. Richtig lecker. Guck mal, Alex kommt ja aus der Ecke und sagt zu der Fischfrikadelle. Ist okay. Kommt man in die Ostsee, es wird tausendmal besser. Deswegen seht ihr, es kommt immer drauf an, ob ihr sowas jeden Tag esst oder ob ihr nie esst. Für mich als Random, ich esse es selten. Ich find's geil. Alex sagt so, ist okay. Aber ist okay für den Stadion, ist okay. Ja, kann man mitnehmen. Macht Druck, aber Leverkusen schafft es noch zu halten. Wir haben jetzt genau 90 Minuten drin. Wir warten auf die Nachspielzeit. Es ist so ein knappes Ding. Also ein 2-2, wie wir getippt haben, by the way, wäre verdient. Wäre sehr verdient. Das 2-2 hätte ich auch mit Liebe mitgenommen, sage ich euch, wie es ist. Oh,
Also schaut mal, Freunde, was mir gerade in der 90. auffällt. Klar, in der Kurve stehen alle, aber hier ist die Gegengerade und da stehen auch alle die ganze Zeit. Das ist schon krass. Ich glaube, das Spiel ist jetzt so gut wie vorbei. Also er müsste wirklich jeden Moment abhalten. Das Ding ist durch. Leipzig gewinnt in Bremen 2-1. Machst du nix. Und trotzdem feuert das ganze Stadion weiter noch Bremen. Und das macht es wirklich aus, finde ich. Nach den ganzen Stadien, die ich jetzt besucht habe, ist das das, was es wirklich ausmacht, meiner Meinung nach. Also Freunde, in einer Dreiviertelstunde kommt mein Zug, deswegen gehen wir jetzt zum Bahnhof. Leider 2-1, aber da kriegst du doch auf jeden Fall. Grandiose, wirklich grandiose Stimmung. Wie teuer das bei Nordsee ist, und wenn ich nicht geguckt habe, ist das bei Nordsee sogar teurer. Ja, krass. Ja, da geht das doch sowieso mega fit. Ich finde allgemein 3,50 Fischbrötchen hört sich absolut in Ordnung an. Also Freunde, es steht noch eine Sache aus. Wir haben jetzt beide einen Becher gesaved. Einmal ihn und einmal Füllkrug. Einmal ihn. Da wollte er nicht mit zwei Weißweinschorlen mindestens im Tank Velkovic aussprechen. Wir hatten zweimal Füllkrug, haben leider einmal zurückgegeben. Und ich will mir auf jeden Fall noch einen Schal holen, weil jedes Stadion kriegt von mir natürlich einen Schal. Und im Stadion gab es ja keine Schals. Deswegen gucken wir jetzt mal außerhalb, ob wir noch irgendwo einen Schal herkriegen. Und hier ist die Hölle los. Also nochmal After-Stadion-Bericht. Hier draußen gibt es auch etliche Stände. Das alles, was in Leverkusen wirklich sehr... Ja, wenn du da rausgehst und dann rechts müsste eigentlich... ...gefehlt hat. Also Wurst, Bier, Imbiss, alles. Guck mal, ich muss mal kurz aber auch eine kleine Lanze für Leverkusen brechen. Das ist in Leverkusen, wäre das orga-technisch überhaupt gar nicht möglich. Die haben ja einen Bratwurststand hinterm Stadion, weil direkt vor dem Stadion ist die Straße. Also die haben praktisch... Das Stadion ist direkt an der Hauptstraße, zweispurig. Und gegenüber vom Stadion ist ein McDonald's. Ich weiß, dass früher auch mal der ein oder andere Stand da war, aber ihr könnt euch vorstellen, wo die Leute dann vor dem Spiel sich nochmal Essen holen. Die gehen dann zu Mc's. Der ist direkt gegenüber. Also wirklich, du gehst nur die Straße rüber, nicht irgendwie noch eine Straße rein oder so, sondern Leverkusen-Stadion, Mc's. Deswegen ist das, ne? Also deswegen sollte man auf jeden Fall dazu noch sagen. Und ich hoffe auch noch einen Schal für mich, weil mein Zug kommt gleich. Ah, hier gibt's auch... Wo ist der Nico Friedelbecher? Der Nico Friedelbecher, ja. Trikots home und über ausverkauft. November sollte es wieder sein. Alles Mögliche. Die Heimtrikots sind ausverkauft. Im November sollten sie wieder da sein. Aber ich will eigentlich nur einen klassischen Schal. Also schaut mal hier, die haben sogar Gin, die haben sogar Whisky. Ich will doch nur einen Schal, liebe Werder-Fans. Hi, ich hätte gerne den Blockstreifen-Schal. Ja, mit Karte. Da sind wir, Freunde, ne? Auch der Schal kommt zur Sammlung dazu. Nach 90 Minuten, auch wenn sie heute verloren haben. Geiler Schal. Vor allem der Schal, der ist auch wieder aufgedruckt, der ist nicht im Druck. Nicht aufgedruckt, sondern genäht. Genäht sind die echt sehr, sehr schön, das sehe ich. Finde ich aber auch immer bei Schals, Schals, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich sind wirklich Vereinsschals nur Schals, die genäht sind, diese Baumwollschals, so ihr wisst, diesen Stoffmodus, ne, und nicht diesen Synthetik-Scheiß, weißt du, dieses synthetisch. Ja, wo du so denkst, du hast gefühlt so eine Plastikfolie um den Hals oder so, das ist eklig, das ist scheiße. Da ist es halt auch gedruckt. Das hier ist genäht, das ist wunderbar, das ist schön. Und ich meine, dass der Blockstreifenschal auch einer der längsten ist. Ich finde auch einen relativ langen Schal immer sehr, sehr geil. Der ist das Logo drauf geprintet. Wir müssen uns beeilen, weil in ungefähr 30 Minuten kommt mein Zug. Deswegen ab zum Hauptbahnhof, Freunde. So, Freunde, wir laufen jetzt nach dem Stadion zurück. Und guck mal, wir sind mitten in einer Wohnsiedlung. Und das erinnert mich extrem an England. Als wir bei Chelsea waren oder auch bei Arsenal, da ist man durch so Wohnsiedlungen, wo die Autos auch fahren, ja, zurückgelaufen. Wirklich volle Kanone. Also wirklich komplettes Feeling hier. Sehr, sehr geil. So, Freunde, kleines Fazit nach dem Spiel. Wir laufen hier schon zum Bahnhof. Und ihr seht, die Straßen sind voll. Und das finde ich so crazy. Da sieht man, finde ich persönlich, den Unterschied bei den Vereinen. Diese Stadt hat knapp 560.000 Einwohner.
und die Stadt ist voll nach einem Fußballspiel. Klar, wir laufen auch den Weg, den alle anderen laufen, zurück zum Bahnhof. Aber wenn ich das mal vergleiche mit anderen Orten, wie zum Beispiel Leverkusen, wo ich jetzt zuletzt, ich war in Wolfsburg, da war nicht so viel los. Die Bahn war nicht so voll, da war nicht so viel los und hier in... Also ich muss auch sagen, als jemand, der nähe Köln-Leverkusen wohnt, ich finde, in Bremen merkst du einfach, dass die Stadt den Verein auch liebt. Also egal, wo du warst, auch nach dem Spiel, vor dem Spiel, du konntest mit jedem auch über Werder sprechen. Beim ersten Hotelbesuch war ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Hotel hieß, wollte ich das die ganze Zeit eigentlich erzählen. Auf jeden Fall sind wir, als wir dann los zum Stadion gegangen sind, Schalke war das, bin ich mit meinem Vater runtergegangen. Wir hatten halt dann Werder-Schals und ich hatte dieses Werder-Icon-T-Shirt an. Kennt ihr das? Dieses Werder-Icon-T-Shirt. Das habe ich auch manchmal im Stream angehabt, das ist sehr geil. Und direkt an der Rezeption haben wir erstmal mit der Rezeptionsfrau darüber gesprochen, über Werder gesprochen. Die war direkt voll drinne. Dann vor der Tür war jemand vom Hotelpersonal, der war auch direkt voll drinne im Werder-Game. So. Dann auf dem Weg zum Auto haben uns nochmal zwei Leute angesprochen, die waren voll drinne. Also gefühlt die ganze Stadt lebt auch dann Werder. Und ich glaube, auch für die Leute, die zum Beispiel nicht im Stadion gucken, es wird sich immer eine Kneipe finden, wo du mit wirklich coolen Leuten Werder dann auch gucken kannst. Klar hat man auch immer die Option, zu Hause mit Freunden zu gucken, aber die Gegebenheiten in Bremen sind da auf jeden Fall für da. Das muss man absolut sagen. Und das ist halt wirklich so dieses, das Krasse, was man auf jeden Fall immer abheben muss. Das ist halt nicht überall so, ne? Nico, warst du im Parkhotel? Meintest ja, Baumann war auch da, die Bremer sind vor Ort. Also ich war, das Parkhotel ist ja dieses andere große da, ne? Ich war gegen Darmstadt war ich in dem Hotel, praktisch direkt in der Altstadt, dieses große, wo auch sonst immer die Gäste untergebracht sind, wo immer der Gästeverein da ist. Da war unten auf Frank Baumann, hatten wir ihn noch getroffen gehabt. Und bei dem ersten Mal, wo ich da war, war ich in irgendeinem Designhotel. Beim zweiten Mal war das, wie gesagt, diese Altstadt da, das große, habe ich auch im Bild gegangen, Post gehabt und so, das war sehr schön. Und das erste Mal war so ein Designhotel, das war wirklich wunderschön, weil das so klein versteckt war. Das war, glaube ich, an der Schanze. Ja, auf jeden Fall direkt an der Weser. Wunderschön gewesen. Beide Hotels, also sehr schön. Aber ja, dieses Designhotel ist mir, glaube ich, nochmal mehr im Kopf geblieben, weil einfach so dieses Zimmer, wie das geschnitten war, war schon echt mega geil. Bremen, da ist so krass viel los irgendwie in der ganzen Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken mit mir teilt, aber ich finde das so crazy, dass hier so viel los ist, dass alle für diesen Verein so da sind und Bock haben und ich finde es irgendwie geil und ich finde, da trennt sich irgendwie die Spreu vom Weizen. Also Bremen hat mich wirklich abgeholt heute. Ja, Freunde, ich bin jetzt echt am Ende. Wir haben es 20 nach 9. Ich bin seit 7 Uhr heute Morgen unterwegs. Mein Zug ist natürlich mal wieder ausgefallen. Heute Morgen gab es Probleme, aber ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Wenn euch das Video heute gefallen hat, checkt mal dieses Video aus oder auch dieses Video. Da waren wir jeweils auch in Stadien in der Bundesliga. Und kommentiert weiter fleißig, welche Bundesliga-Stadien oder auch überhaupt Stadien ich besuchen soll. In dem Sinne, Kuss. So, hier müssen wir jetzt reinschreiben. Nochmal in Bremen. Obwohl... VIP-Bereich gibt es halt nicht so viel Essen zu essen. Ich überlege da direkt, was er dann will. Ja, wir können hier aber auf jeden Fall auch einen Strich runterziehen und sagen, das ist wirklich ein tolles Video gewesen. Sehr, sehr fair. Hat auch Stimmung gemacht, obwohl er eben nicht Werder-Fan ist. Hat mitgesungen, hat mitgerufen. Das finde ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr geil, wenn du schon Stadion-Vlogs, sag ich mal, in einem anderen Stadion machst, dass du dann, sag ich mal, in dem Sinne da mitgemacht hast. Ist schon cool. Wie gesagt, das fühlt auch nicht jeder. Ich zum Beispiel selber, ich kann euch das sagen, wenn ich mit Freunden in ein Stadion gehe und Werder spielt nicht, da bin ich emotional nicht so voll dabei. Wisst ihr, was ich meine? Dann bin ich einfach so, ja, ich quatsch mit denen, ne, trinke, esse und so, aber das kann ich einfach so nicht. Ich finde es aber cool, wie er das gemacht hat. Ja, das Essen war auch sehr fair bewertet. Die Wurst war halt abgefuckt, dass es dann auch noch kalt war, ne? Da machst du nichts. Und er konnte uns sogar, und wir haben echt ja viele Leute hier auch im Stream und wahrscheinlich auch im Nachhinein, die jahrelang schon ins Weserstadion gehen, darüber nochmal aufzeigen, dass es Pizza-Donuts in Bremen gibt. Wusste, glaube ich, gefühlt keiner.
Weißweinschorle hat gefühlt auch noch keiner hier getrunken gehabt im Stadion. Also es sind auf jeden Fall so ein paar Sachen jetzt gewesen, wo man auf jeden Fall nochmal sagen muss, 1 plus geht auf jeden Fall raus. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, war jetzt eine sehr lange Reaction. Ich hoffe, das war okay. War aber auch ein Video, was allgemein schon eine halbe Stunde geht. Und damit Reaction ist es ja meistens nur mal was länger. Wenn ihr sagt, ey Nico, das ist ganz cool, wenn mal auch größere Leute oder auch kleinere Leute Videos über Bremer Stuff machen, dass wir uns die angucken, dann auch hier. Sonst machen wir das ja alles immer auf Twitch. Also checkt unbedingt auch Twitch ab. Lasst da ein Follow da, weil da reagieren wir eigentlich sonst immer auf so Sachen. Dann lasst auf jeden Fall hier ein Däumchen da oben da, lasst ein Abo gerne da. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne machen, um diesen Kanal zu pushen und wir hier zusammen auch durch den Winter gehen, durch die Winterpause gehen. Wir sehen uns dann morgen wieder, also hier auf dem Kanal sehen wir uns morgen wieder. Eventuell wird noch ein Video auf dem Zweitkanal kommen, das kann ich noch nicht genau sagen, weil ich noch ein paar Sachen habe. Aber ja, sonst sehen wir uns auf jeden Fall auf dem Kanal hier morgen wieder und gucken uns das Spiel Deutschland gegen Spanien an. Ich war schon selber auch hier. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstagnachmittag. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart und